Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im KAM. Willkommen zurück bei Modellbahn Union. Ja. <laughs> mein lieber Heiko, unser Produktmanager. Ich bin Marcel Hagemann, Vertriebsleiter hier bei Modellbahn Union. Und wir präsentieren euch heute ganz stolz unsere Neuheiten 2024 Teil 1 und das, was man hier schon so ein bisschen sehen kann. Ein kleines Update zu unserem Großprojekt, die Zero HC in H0. Ja, wir haben eine kleine Pause hingelegt, sind aber jetzt auch wieder ganz frisch da. Ich hoffe, ihr seid auch alle da. Es freut mich, der eine oder andere hat sich ja bei Facebook schon angekündigt, dass er kommt, ähm, bei Instagram, YouTube. Wir haben ja unzählige Kommentare bekommen, dass sich alle wieder freuen, äh, dass wir wieder live dabei sind. Und ähm, ja, wir haben ja auch genug zum Zeigen. Wir haben jetzt Januar, beziehungsweise mittlerweile haben wir schon Februar. Da werden immer alle Neuheiten von allen Herstellern präsentiert. Wir haben uns gesagt, wir warten ein bisschen mit unseren Neuheiten, bis wir das mit dem ganzen Video... Ähm, gestalten, ne, weil jetzt gerade wurdet ihr ganz schön überflutet und wir auch, beziehungsweise ich in meinem Einkaufsverhalten, mussten wir doch das ein oder andere anschauen. Und ähm, ja, da komme ich ganz gut noch in die Überleitung zur Spielwarenmesse Nürnberg. Wir waren ja da. Ja. Ähm, früher weiß ich noch, also gut, ganz früher war ich eh immer die ganze Zeit da, du ja auch, aber dann auch als Einkäufer war ich auch immer vier oder fünf Tage ähm, locker in Nürnberg. Wir waren heute, äh, wir waren dieses Jahr... Einen Tag da. Einen ganzen Tag da. Äh, was auch vollkommen ausgereicht hätte. Vielleicht hätte man am nächsten Tag noch so ja, einen halben Tag dranhängen können, für mal so ein bisschen noch mal um die Ecke gucken, aber das haben wir eigentlich auch getan. Das stimmt. Ähm, ich muss aber gestehen, es war trotzdem sehr, sehr gut. Die Hersteller, die da waren, wir haben gute Gespräche geführt. Ähm, man konnte sich auch das eine oder andere doch noch anschauen, mhm. was ähm, stark erklärungsbedürftig ist. Die Neuheiten von noch ja, sind ja auch immer erklärungsbedürftig. Das, was wir bei Fiesmann gesehen haben, sehr, sehr gut. Ja. Eine große Überraschung. Dein <laughs> äh, Lieblingsthema. Ja, das war die Neuheit des Jahres irgendwie. VW Käfer bei drei Firmen, glaube ich. ne Fiesmann, Herpa und Carson. Carson genau. Ja. Und noch irgendjemand bestimmt. Ne? <lacht> <lacht> also irgendwie VW Käfer, ich weiß nicht, ein Jubiläum gibt es, glaube ich, nicht, aber irgendwie das ist das auch nicht. absolute Top-Highlight-Modell in H0 dieses Jahr. Ja, aber einen fahrenden Käfer bei CarMotion zu sehen oder bei Carson zum Fernsteuern war schon cool, ne? wenn man. Sich das überlegt. Das war super. Ich habe da auch ein ja. Video schon gemacht, allerdings noch nicht gepostet von dem Unimog, den man jetzt auch auf die Straße packen kann. Ah, die ja, haben ja, so einen coolen Clips drunter gepackt. Ähm, das wird auch mega gut. Also ja. finde ich echt, äh, bin ja eh so ein großer Carson-Fan. Ist immer ganz geil, die Autos ja. auf der Anlage irgendwie so durch die Gegend fahren zu können, ohne da jetzt großes Tamtam ähm, -Tam zu machen. Wobei da auch natürlich Faller oder Fiesmann ähm, sehr schöne Produkte haben. Aber Definitiv. ganz einfach fährt man mit dem Carson Modell. <laughs> Darum. Aber jetzt Weg davon, äh, nochmal zurück ganz kurz zur Spielwarenmesse Nürnberg, meiner Meinung nach immer noch äh, für mich persönlich eine wichtige Messe, weil man hat relativ kurzer Zeit, hat man ja. sehr nette Gespräche, auch Gespräche, die man nicht immer führen kann, weil man den einen oder anderen gar nicht mehr so wirklich sieht, sondern ja, ja heutzutage Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und die ein oder andere Messe noch, aber Nürnberg war immer so das Branchentreffen, ich finde... Ähm, ja, fand es immer noch gut. War eine sehr angenehme Atmosphäre. Alle sind entspannt gewesen, dadurch, dass es auch nicht so voll war. Ja. Man sieht auch mal Leute, die man wirklich schwer sieht. Zum Beispiel die Leute aus England, von Hornby ja. oder von Bachmann kommen dann auch mal zu uns rüber. Kann man gute Gespräche führen und gucken, was aus den Gesprächen noch so wird, die wir geführt haben, ne? mit Input aus England und so weiter. Zum Beispiel. Ja. <laughs> das also das war dann wirklich angenehm. Man hatte nicht so einen Stress und dann hatte dann ganz, ganz, ganz viel Zeit. Ähm, und der Abend war natürlich auch super. Ne? Unser Ausstellerabend bzw. Red Night hat dann auch viel Freude gemacht. Ja. Dann haben wir den einen oder anderen guten Kontakt auch nochmal pflegen können. Und die, noch, die Leute bei Noch waren ganz schön vielseitig talentiert, ne? die konnten sogar Bars mischen. An der ja, Bar mischen. ja, ja, also selbst die beste Top war ja da hinter der Bar. Also das ja, schöne Größe genau. war sehr lecker. <laughs> Aber apropos Spiel waren Nürnberg, wir haben natürlich keinen Stand da, denn wir vertreiben ja nur direkt von an ihm euch. an euch. Na? Ja, du bist in der Mitte. Ich gebe es nur ja, dir. Ich bin immer noch der in der Mitte, aber wir machen es direkt. Ja, und deswegen brauchen wir keinen Stand in Nürnberg. Ist Quatsch. Wir vertreiben nicht an den Handel. Die Produkte von uns bekommt ihr auch nur bei uns. Deswegen kommen wir jetzt hier hin. Wir haben hier was stehen. Die Zero. Ich sehe, das ist das Muster gewesen, das Fahren tut. Ne? Richtig. <laughs> was kannst du mir da Schönes drüber erzählen? Was kann ich dir Schönes drüber erzählen? Erstmal, ähm, ja, warum haben wir das überhaupt? Ich meine, es ist klar, wir brauchen ein Muster, um. Hm. Ähm, zu testen, ob die Form so wie sie ist funktioniert, ob alles so aussieht, wie es aussehen soll. Das ist jetzt das erste ähm, Muster mit auch eingebauter Technik. Ja. Und dann geht man halt los und macht Probefahrten und ähnliches. Ich habe jetzt erstmal hier die Lichtfunktionen für euch, dass man das mal einmal sieht. Da können wir jetzt ja auf den Max. Äh, Ganz die Bilder genau. Machen, der ne? Max zeigt das jetzt wahrscheinlich mal. Da haben wir dann das normale Licht. Dann haben wir das Fernlicht dazu. Dann haben wir die Führerstandsbeleuchtung. Jetzt muss ich mal selber gucken. Die Zugzielanzeige und die Innenbeleuchtung. Alles und da getrennt Und noch, noch mal ganz schnell zur Info: Es ist ein Muster. Ne? Also, es ist äh, bei weitem noch nicht das, was genau. auf der Anlage dann später stehen wird. Aber ich finde es sehr schön. Ne? Man kann das jetzt mal zeigen, warum wir halt ein Muster zur Kontrolle brauchen, ähm, wo man jetzt noch ein bisschen schauen muss. Man kann hier sehen, dass zum Beispiel das. Reinstrahlt in den Scheinwerfer, da muss man dann der Technik bzw. der Entwickler sagen: Okay, eine Polsterfolie äh, dazwischen oder eine andere, ein anderes Material, etwas mehr Lack drauf und dann wird so ein Problem behoben. Ja, Dafür ja, sind weil die Das Muster sieht man da da. dann natürlich. Genau. Ne? Und so wird es, liebe meine freunde nicht ausgeliefert. Ne? Deswegen, ich habe es jetzt zweimal nur gesagt, es ist ein Muster. Ganz wichtig, weil da man auf dem Blatt Papier oder auf irgendwelchen Zeichnungen und wenn wir das Modell bekommen, ja, ist immer alles schön und gut, aber. Ähm, so, wie es dann wirklich aussehen soll oder wird, äh, ja, wenn das der Ausdehnungszustand wäre, würden wir uns natürlich sehr ärgern. Wobei es auch sehr schick aussieht, muss man trotzdem dazu sagen. <laughs> ja, und auf den Mustern sieht man auch das eine oder andere, was sehr besonders ist, oder? Ja, definitiv. Man kann ja hier oben die ganzen Kleinigkeiten schon okay. sehen, die Ätzteile teilweise, die wir verwenden. Hier diese lustige Abdeckung vom Lüfter. Die Inneneinrichtung passt natürlich auch zum Vorbild. Und das andere, was wir mit dem Muster natürlich machen, sind dann Fahrtests. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und dazu haben wir einen Einspieler. Und da solltet ihr jetzt sehen, wie wir das Modell in Action haben. Und wir haben natürlich wichtige Fragen auch gehabt, ob das Modell durch Radius 1 fahren kann. Einmal von den Märklin-Bahnern, ähm, zum anderen von, ähm, von den normalen Eisenbahnern. Und ich kann bestätigen, es funktioniert. Selbst die. Mir als kritisch geschilderte Bogenweiche von Märklin für den kleinen Radius kann der Zug vierteilig mit Vollgas durchführen. Vollgas vor allem. Ich war sehr beeindruckt. Also nicht nur langsam, ganz wichtig, ja. ne, sondern auch mit egal welcher Geschwindigkeit ja. beinahe, oder egal mit welcher. Oder beinahe, es ist wirklich egal. egal, mit egal. Also, es hat, also, es hat funktioniert. Egal, ne? ich, ich war sehr beeindruckt. Es hat genau das gemacht, was es eigentlich machen sollte. Und äh, ja, wir können also tatsächlich offiziell bestätigen, Radius 1 ist bei Gleichstrom und Wechselstrom. Also auch möglich. bei Wechselstrom mit Schleifer. Bei Wechselstrom ja. mit Schleifer, ganz genau. Ähm, ja, das war das Erste, was wir machen. Das Zweite, was wir natürlich beim, beim Test von Mustern machen, ähm, beziehungsweise wo wir Muster von bekommen, ist dann die Bedruckung. Und da hm. sind wir tatsächlich äh, jetzt noch vor einer Woche erst beliefert worden. Mit den ersten Druckmustern aus unserer Fabrik. Max, kommst du mal rüber? Genau. Und da seht ihr das Ganze in voller Pracht auf Basis der Artworks, die wir gemacht haben, die wir auch schon mal gezeigt haben. Hier vorne ist es die National Express-Variante. Wie ihr wisst, sind die beiden Versionen sicher sehr ähnlich, Abelio und National Express. Die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Betriebsnummern und durch dieses Betreiberlogo, was hier jeweils auf der Seite drauf ist. Ansonsten ist die Lackierung im Prinzip gleich. Also bei der Artikelnummer 46250, das ist der Abelio. Äh, Warte, jetzt muss ich erstmal überlegen. 46201 ist, die 4, erste 6, 2, 0, ist ja. der oder 46251 ja. ist der Abelio, das mhm. ist der hier hinten. Das ist das, was hier dann mit drauf steht. Das ist das, genau. was jetzt hier steht. Ne? So sieht es aus. Ja, das ist der, die erste Artikelnummer, die wir haben, die auf 01 mhm. endet oder auf 5.1. Und der davor ist die 02, bzw. 5.2. Und dann gibt es auch noch hiervon eine zweite Variante für die Doppeltraktion, das ist die 03 oder die 5.3. Wie gesagt, der einzige und eigentlich der einzige Unterschied ist das National Express und das Abellio und die vormontierte Zugzielanzeige, die wir drauf haben. Der Dennis hebt die Hand. Möchtest du den Dennis mal in unsere Show mit Ja, einbringen? dann würde ich den Max weiterhin <laughs> behalten, wenn das geht. Lieber Max, ja. kommst du mit mir mit und zeigst mir einmal lieber den, den Dennis. Habe ich dich schon vorgestellt? Habe ich gemacht, doch. Ich denke lieber schon. Dennis, Hol ne? mich rein in die Sendung. Der Max tüftelt <laughs> noch eben rum mit der Kamera. Ja. Kamera liebt genau. dich doch eigentlich. Ja. Auch von mir erstmal herzlich willkommen. Ja. willkommen also unser uns. Dennis ist auch Alle, wieder da. da ja. <laughs> ähm, es trudeln gerade sehr viele Fragen ein. Fragen über Fragen, die ich gerne weitergeben möchte. Ähm, zum Modell. Gibt es verschiedene Lichtmodus im Fahrgastraum, wie halbe Beleuchtung, Notbeleuchtung oder volle Beleuchtung? Nein, Heiko. es gibt eine Innenbeleuchtung. Es gibt eine Innenbeleuchtung. Ja. Okay, dann äh, verfügt der Diesel auch über Pufferkondensatoren. Ja. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Guck ähm, mal eben durch. Bleibt die Zugzielanzeige so, also nur aufgedruckt? Die Zugzielanzeige bleibt so aufgedruckt, aber wir werden das so machen, dass man die Teile auswechseln kann und bieten dann entsprechend anders bedruckte Teile an. Okay. Und dazu bieten wir auch eine ähm, Anleitung natürlich. Genau. Also wir werden das natürlich auch erklären, wie kann man diese Zugsielanzeige umtauschen, also austauschen. Dann gibt es eine Schleiferumschaltung. Ja. Okay, dann habt ihr auch. Den Industriekreis der alten Märklin M-Gleise getestet. So viel Alkohol gab es heute noch nicht. Nein. Also, selbst Märklin testet M-Gleise nicht mehr. Tut mir leid. War ja nicht böse gemeint, aber ähm, da haben wir, können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Leider nicht. Okay, und dann hat man bei zukünftigen Varianten die unterschiedlichen Einstiegshöhen beachtet oder bedacht. Aber natürlich. Ja. Und dann äh, die gelbliche Innenbeleuchtung ist wahrscheinlich noch nicht endgültig. Die Farbe ist tatsächlich so endgültig. Wenn man das äh, sieht in einem bedruckten Modell, wirkt es komplett anders und sehr passend okay. im Kontrast. Gut, dann sammle ich jetzt mal weiter. Ich danke ja. euch. Spitzenmäßig. <laughs> mit der, das, was, was noch war mit der Zugsilanzeige? Da hatte ich eine Anfrage bei ähm, Facebook bezüglich der Farbe. Wie alles ähm, bei so einem Modell ist es immer noch das erste Muster, auch der, bei der Bedruckung. Wir haben noch... Äh, eine andere Kleinigkeit festgestellt. Es wird auch geändert. Keine Sorge. Lieben Dank aber für den Hinweis. Ich gehe wieder zurück zum Heiko äh, und wir sprechen weiter über das Modell. Bleiben wir bei Max. Bleiben wir bei Max. Bleiben noch bei Max auf der Kamera. Um mal kurz noch zu der Einstiegsgeschichte zu kommen. Die ist vor allen Dingen relevant. Jetzt muss ich mal eben überlegen, ob ich Quatsch erzähle. Genau, bei dem Mittelwagen ist die, ist die unterschiedlich. Das hier ist die ähm, Version halt für den RX, zum Beispiel bei späteren Versionen, wie der gelb-schwarzen bewegt -Lackierung, hast du die andere Türeinstiegshöhe und das wird auch berücksichtigt. Das gleiche bei zukünftigen Versionen, da wandert dann zum Beispiel die ähm, behindertengerechte Toilette, wandert bei der Variante von Odeck zum Beispiel und bei der Bewegt-Variante in den Mittelwagen. Das heißt, hier haben wir dann nicht mehr diese große glatte Fläche, hm. sondern dann Fenster und dafür verändert sich dann das Design der Seitenwände vom mittelmarkt Jetzt frage ich mich mal was, was wir vorher nicht abgesprochen haben. Warum ist das so? Gibt es im Süden andere Richtlinien der Bahnhöfe? Ich weiß das jemand in der Community, warum ja. eine Siemens die Zero HC ist Siemens die HC, warum muss der unterschiedlich angefertigt werden? Ich wäre mal gespannt, weil wir haben natürlich Kontakt zu allen Liefer-, ähm, zu allen ähm, Bahnverwaltungen, aber das habe ich noch nicht gefragt. Ne? Das muss ich mal tun, eigentlich? Ja? Also, ich habe es tatsächlich auch noch nie gefragt, <laughs> ähm, warum, warum diese Entscheidung so getroffen wird. Ähm, weil unser hat ja, also der, der RX hier, deswegen sage ich unser, unser ist der RX, ja. der fährt hier 20 Meter hinter Maus her. Ähm, der ist ja auf die höchstmögliche Kapazität ausgelegt. Vielleicht hat es mhm. irgendwas damit zu tun, mit den Fahrradabteilen, die da auch dann dabei viele Leute sind reinpassen. und sowas. Ja. Ja, der RX fährt ja oft doppelt. Ja. Alles klar. Von den Design haben wir, glaube ich, alles gemacht. Es gibt natürlich im Nachgang gibt es noch weitere Bilder. Wir haben die Videos, wir haben ähm, noch jede Menge, was wir zusätzlich zeigen. Na, wenn ihr noch mal gerne eine Nahaufnahme haben möchtet, sagt es gerne. Dann können wir im Laufe des äh, Videos, würde ich vorschlagen, Kein Problem. weiteres zeigen. Gehen wir schon zum nächsten Modell. Dennis hat noch eine Frage und schreit. <laughs> schreit ganz laut. Heute. Ja, bitte. Wie sieht das mit der Doppeltraktion aus? Das waren ganz viele Fragen. Jetzt. Doppeltraktion. Kein Problem. Die Doppeltraktion funktioniert so, dass du die Scharfenbergkupplung, die vorne ist, rausziehen kannst. Und dann legen wir eine, also die, die jetzt montiert ist, ist eine Attrappe, damit sie möglichst gut aussieht. Und die kannst du rausziehen, du hast vorne einen AMM-Schacht drin, du könntest quasi eine normale Bügelkupplung montieren. Wir legen aber auch eine funktionsfähige Scharfenbergkupplung, die etwas im Design vereinfacht ist dabei. Und dann kannst du den Zug zusammenkuppeln in verschiedenen Längen. Zweite Version, betriebsnummern. Kommt später mal? Das ist geplant. Haben wir auch schon eine Frage oder viele ja. Fragen bekommen über Social Media. Natürlich ist das geplant. Ähm, aber Belio ist halt in der Theorie die Vergangenheit. Deswegen haben wir da auch, ja, wir haben eine hohe Anzahl an Bestelleingängen. Aber wir sind bisher haben wir gesagt, wir kündigen keine zweite betriebsnummern Variante an, ähm, sondern warten da natürlich den Abverkauf ab. Okay. Genau. Und direkt dazu äh, wird es eine Go Ahead. Ja. ja, ist auch schon angekündigt, wir arbeiten gerade dran. Wir brauchen noch von, das schlechter Karl, aber das Go von go <lacht> Schwierig <laughs> gerade zu bekommen. Aber das ist doch schon angekündigt, oder nicht? Ja, das ist im Prinzip alles in trockenen Tüchern. Ja. Da müssen noch ein paar Kleinigkeiten genau. geregelt werden. Also wir wissen ja, dass wir das machen können. Wir haben mit Siemens gesprochen, ja. also machen können wir alles. Wir haben auch alle Daten, aber wir brauchen dann letzten Endes doch ja. nochmal das letztliche Go. Aber das ist gerade in der Kommunikation mit go -Head etwas eingeschränkt. Ja, wir sind Wenn dran. Bei, ja. Bleibt der Zug so glänzend oder wird er matt? Der Zug ist tatsächlich matt, außer das Dach vorne und eine Seite, was glänzend ist. Ja. Und das ist im Original auch so. Ja, also hier, das ist alles matt. Ne? Und oben drüber ist ganz glänzend. Ja, logisch. Mal durch. Ja, guckt nochmal durch. Ich kann in der Zwischenzeit nochmal sagen, für die, die es bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, unser Soundmodell wurde gesampelt oder wird realisiert von Leo Soundlab. Ich war mit den beiden ähm, auf dem Siro auf dem Weg nach Köln. In deren ähm, ja was war das dann zum Abschluss ne? Im was Depot war ja. ja. ja im Depot und auf der Fahrt hin haben wir alle Aufnahmen aufgenommen im Depot haben wir alle Aufnahmen nochmal aufgenommen es war sehr interessant das mal zu sehen wie das in Wirklichkeit gemacht wird wo der da links und rechts oben unten und so weiter ähm, sieht man bei uns im äh, Video im YouTube Channel ähm, da ist er auf jeden Fall verlinkt und beim zero bei jedem Dzero ist der ähm, das Video auch verlinkt war sehr interessant und da arbeiten wir natürlich ganz eng zusammen mit Döller und Haas der, äh, die die, die Digitalkomponenten liefern und mit Leo Soundlab wo glaube ich gerade auch schon Muster Unterwegs ist, ja, wo die gerade genau. das Ganze nochmal anpassen ans Modell. Hast du noch was gefunden, Lennis? Ja, ja, dann sind die Doppeltraktionen parallel geschalten oder zwei separate Züge? Das sind zwei separate Züge. Ähm, in eine Richtung kommen jetzt ein paar Fragen, können wir die zeigen oder haben wir da irgendwie was, rein. Jetzt zu so schwierig, reichen wir nach mit Bildern für den Webshop. Genau. Dann können wir das noch sehen, also zwei Motoren in dem äh, zwei Motoren Zug. hat jeder Zug, genau, also nicht nur einer eine vorne, und Motor. einer hinten. Fragen, die ich jetzt nicht beantworten konnte oder übersehen habe, ne, dann gerne an dann beantworten wir das gerne. Oder einfach nochmal reinschreiben. Wir gehen, sind ja live, ja, dafür sind wir hier und können eure Fragen immer noch beantworten. Genau. Ja, einfach reinbrüllen. <laughs> Allerdings nur bei uns ja nicht auf YouTube, nicht auf Facebook, sondern nur bei uns im Webshop. Sollen wir das nächste Produkt zeigen? Sind wir fertig? Machen wir mal weiter, genau. Ja? Sehr schön. So. Also ich würde behaupten, wir kommen jetzt mit dem Containertragwagen LGS 580. Wenn du das so möchtest, dann machen das wir das. So. Habe ich komm, so in meinem Skript stehen, Hättest du ja auch eben <laughs> offenkundig äh, gelesen und das, und das hast. Unterstellen wir nicht sowas, ich bin immer vorbereitet. So, so wir haben hier einen Containertrag. LGS 580 heißt der. Als du mir vor ein paar Jahren mit der Idee gekommen bist, bei uns dauert das natürlich auch mal alles. Es ist nicht so, dass wir in einem halben Jahr immer das neue Produkt hier auf einmal stehen haben, sondern wir ähm, lassen die Ideen ja auch reifen. Da hat der Heiko zu mir gesagt: Marcel, was hältst du von einem neuen Containerwagen? Ja, ähm, ich sage: Heiko, es gibt so viele Containerwagen. Aber als du mir dann deine Idee näher erläutert hast, fand ich die Idee sehr, sehr gut. Und sage auch ganz klar, das fehlt. Ja, in so würde ich sagen, fehlt das ja. Würde <laughs> <laughs> ähm, <laughs> ich behaupten. Das, das, das Ziel oder die Idee war eigentlich, oder warum er so, so aussieht, wie er jetzt aussieht, ist natürlich jetzt auch noch wirklich ein sehr rohes Handmuster. Ihr seht auch schon wahrscheinlich, dass da Teile schon dran fehlen, weil ich gehe mit Mustern nicht sehr pfleglich um, sondern teste sie halt. Ähm, es ging mir darum, einen Containerwagen zu bauen, der auch ohne Container gut aussieht. Weil ein Containerwagen fährt ja tatsächlich auch mal leer rum und viele Containerwagen, gerade aus so preiswerteren Produktlinien, sind halt, naja, eine Platte mit Rädern drunter. Mhm. Ähm, der Container oben drauf sieht meistens schick aus und der Wagen ist so eine sehr einfache Geschichte. Und das wollte ich hier anders haben. Und da sieht man ja jetzt schon bei diesem, in Anführungsstrichen, einfachen Muster, dass das nicht einfach nur eine Platte ist, sondern da sind ja auch ganz spezielle Teile noch zusätzlich dabei. Genau, der Trick bei einem Containerwagen sind natürlich die Container. Aufnahmen. Ich gehe da jetzt hier mal ran und der Max folgt mir hoffentlich. Ihr seht, hier seht diese, die schönen Das sind Aufnahmen hier diese Zapfen, alle, ne? ganz genau. Und bei einem echten Containerwagen, der Containerwagen ist für einen 40-Fuß-Container, für einen 20-Fuß-Container in der Mitte, für zwei 20-Fuß-Container. Und je nachdem, wie du den Container draufsetzt, muss man diese Dinger wegklappen. Die kann man wegklappen. Also Und das kannst du bei uns im Modell <laughs> auch. Overengineering at its very best. Ich Aber da sage ich jetzt schon, wenn ich, die, wenn ich das benutze, ja, also mir gehen mit Sicherheit zwei, drei von diesen Klappen gehen mir verloren. Das ist kein Problem, weil wir schmeißen zehn Stück rein als Reserve. Zusätzlich, man ne? kann die dann rausnehmen, weil der Trick ist... Da freut äh, sich der Thomas im Service natürlich, dass sowas beiliegt. <laughs> ja, da hat er keinen Stress. Wir haben auch da die Sache, wir haben ja jetzt hier tatsächlich Zapfen. Und bei... Modelleisenbahn in der Null ist eigentlich der Standard, dass du einen PIN am Container hast. So hat das die Norm auch definiert. Dazu gibt und es auch wieder eine Norm. Genau, dazu gibt es eine Norm, die auch die Maße regelt. Und diese, diese Norm sagt, am Wagen selber muss ein Loch sein. Mhm. Und das können wir jetzt hierdurch lösen, dass du entweder das so machen kannst oder du nimmst halt diese Aufnahme raus und mhm. ersetzt sie du durch eine, die lochert. Und dadurch kannst du dann Container von allen Herstellern verwenden, so sie sich denn an die Norm in den Abmessungen gehalten haben. Ja, weißt du, welche, also die großen Namen haben sich natürlich... Alles, was, was du an großen Namen kennst, Falla funktioniert, Igra funktioniert, ähm, Lilliput habe ich ausprobiert. Die märkling container Die Märklin-Container funktionieren ja, und wir die haben die natürlich auch container, ne? eigene Container. So ist ja nicht. Klassischer 40-Fuß-Container, ja. klassischer 20-Fuß-Container, wenn ich ihn denn richtig rum hinstelle. <lacht> <lacht> die kannst du dann einhaken, in die zapfen und ähm, hast dann ein fahrendes Modell. Dieser Wagen hier hat noch eine Besonderheit. Das ist relativ, also mir war es neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir von Fotos bekommen, die ein Kollege von, von uns gemacht hat. Das ist eine Türsperre, die ist an den Wagen einge, angebaut, eingeschweißt beim Original. Und der Trick ist einfach der: das ist ein Diebstahlschutz. Wenn der Container so draufsteht, dann kriegst du die Türen vom Container nicht mehr auf. <laughs> und, das, und das ist tatsächlich bei Containerwagen in letzter Zeit wohl nachgehostet worden. Ja. Und das legen wir einmal als Teil bei. Und ja. bei zwei von denen, die wir machen, ist das auch gleich direkt montiert, weil das die aktuellste Version ist. Habe ich so noch nicht gesehen, kann das sein? Also, mir war es tatsächlich auch neu. Ich habe die Bilder zum ersten Mal ja. so vor zwei Jahren gesehen, als wir angefangen ja. haben mit der ja. Entwicklung. Und da habe ich dann auch sehr verwirrt gefragt, was soll das komische Gestell, ist das ein Haltegriff oder das so? Und dann. Das mal so witzige, also logische und witzige Dinge ja. erlebt. Also, ich weiß, es ist ein ganz anderes Produkt. Ja, bei IGA, bei einem Ketzelwagen, wo man auch die Leitern. Äh Anders gestellt, ja. beziehungsweise anders gedreht, damit die Leute, die ähm, immer auf den ja. Kesselwagen draufklettern, das mal lieber sein lassen. Ja. Ne? Beziehungsweise nur ja. so halb. Also, das, halb, das auch viele halb, solche dann. Details. Hier zum Beispiel hast du diesen Handgriff, das ist der Rangierergriff. Mhm. Und den kann man beim Original hochziehen und runterklappen. Was man dann hier sieht. Und da das, dass das ein bisschen filigran gewesen wäre, das auch noch zum Klappen machen, legen wir einfach zwei dabei und du kannst es darstellen, wie du willst. Ja, ich finde also wie gesagt, ich bleibe bei der Idee, ich finde das ziemlich notwendig, so einen schönen Wagen zu haben. Und bei den Containern ähm, ist es auch so, das sind ja, äh, wenn ich das so sage, ja, es, es gibt ja Vergleichshersteller mit Containern, da kannst du die Türen aufmachen, da kannst du dies mhm. machen und jenes machen. Das sind meiner Meinung nach einfach ausreichende Container für jeden Modelleisenbahner, wo ja. auch alles, ja, ich sage jetzt mal maßstäblich ist, ne? also die, ähm, die Halterungen für, ähm, für die Türöffner ähm, sind maßstäblich. Es ist einfach ein ganz normaler. Genau. Container. Wir haben eine Frage. Ich glaube, du musst so rüberkommen, weil mein Ton nicht so gut so ja, ist. Ja, mache ich gern. So weg bist. Ähm Der Max kommt bestimmt wieder mit. Zeigt unseren Laden. Das hier ist, neben mir ist Viking, <laughs> Herper. Ja. So, also da es kamen auch ein paar Fragen rein. Äh, wie sieht es mit Containern nach MEN aus, wie merkwürdig sie hat? Nach NEM oder NEM. Also NEM, Wir, machen, also wir Norm, selber ja. machen keine Container mit Zapfen unten drunter. Unsere haben immer ein Loch wie ein Originalcontainer. Okay. Welche Epoche sind die Wagen? Die Wagen sind Epoche 5 und 6. Da kommen wir gleich noch zu. Wir zeigen gleich mal die Versionen. Genau, also der Mobile hat nach igra Container gefahren. Wir haben wir eben gesagt, es geht, ja. Äh, Herpa Container getestet. Zu meiner Stande muss ich gestehen, dass ich die, glaube ich, vergessen habe. Müsste aber funktionieren, aber Herpa weil Herpa, Herpa auch die, das. Die haben die gleichen die ja. wie... Ja auch nicht, ja. genau. dann ich mal, äh, Aber testen wir auch noch mal gerne, ne? Also wir machen es auf jeden Fall, damit wir es auch angeben können. jetzt auch eine vierachsige Variante geben statt zweiachsige? Nein, den Wagen, das wäre dann ein anderer Wagen und im Moment ja, machen wir nur, nur diesen zweiachsigen. Okay, und da wo du jetzt gerade da bist, äh, noch mal Fragen zum Desiro. Ähm, ja. <laughs> könnt ihr schon was zum Liefertermin für den Desiro HC sagen? Für die RX-Variante, da ist der Liefertermin zweites bis drittes Quartal. 24, dieses Jahr. Ja. Also okay. definitiv dieses Jahr. Wir haben mal erstes Quartal versprochen. Es hat sich ein Tickchen verzögert aus Umständen, die jenseits unserer Kontrolle liegen. Aber ja, aber das Modell, also manchmal ist es ja auch so, man, es fällt immer irgendwie irgendwas auf, weil das war eigentlich auch schon mal ein eingeplant. Ne? Ja. Aber die Verzögerung auf das zweite Quartal ist durchaus realistisch. Ich lehne mich immer ein bisschen, sage immer lieber ein Quartal später noch dazu, damit man nicht ganz so enttäuscht ist, auch vom Budget her. Ein wenig einplanen kann, auch wenn der Triebzug in Anführungsstrichen nur 300, ab 399,99 Euro erhältlich ist. Aber trotzdem möchte man das Budget ja einplanen, deswegen sage ich zweites bis drittes Quartal. Ähm, jetzt kam noch die Frage rein, gibt es die Container auch einzeln und unbedruckt zu kaufen? Unbedruckt. Unbedruckt, ja, würde ich, ich jetzt nicht ausschließen, kommt bestimmt bei einer zukünftigen Auflage. Einzelne Container wird es definitiv geben. Welche Farbwünsche? Wer gäbe es denn dann unbedruckt? Müsste man reinschreiben. Ja, würde genau, ich sagen, würde ich wenn man mal. Wünsche Wir ja, ja. nehmen wir gerne mit auf in ja. die Produktplanung. Und dann direkt passend dazu kam vom Leon, kann man euch auch Vorschläge für andere Container und Wagen schicken. Auf jeden Fall. Aber natürlich. Sehr gerne Jederzeit. An Info at wir, wir leben von Vorschlägen. Wir <laughs> Ab 2030 haben wir noch Kapazitäten. <laughs> oh, so schlimm ist es für noch nicht, neuer, aber wir leben natürlich. Also vieles, das sage ich ja immer wieder und gerne. Vieles lebt von euch. Ähm, nämlich von den Vorschlägen, von Produktvorschlägen, von Wünschen, von Anregungen, Ideen. Wir kriegen zwar sehr viele, aber wir versuchen auch vieles umzusetzen, was wir dann natürlich als, ja, wir müssen immer davon ausgehen, auch als verkaufbar ansehen, wobei wir auch mal das ein oder andere realisiert haben, was wir selber haben wollten ähm, und das dann einfach gemacht haben. Aber weiterhin, wir leben von euren Ideen und Wünschen. Deswegen immer her damit, entweder über Social Media, bei Facebook, Instagram, Modellbar Union ist da logischerweise unser Accountname oder. E-Mail info at okay, Dann jetzt noch zwei Fragen. Einmal, wie sieht es mit Tankcontainern aus? Ja, gucken wir mal. Sind also, geplant, ne? Wir haben ja. definitiv schon mehrere Varianten Container in petto. Wir fangen natürlich erstmal mit den klassischen an. Um dann das dann Ganze zu schaffen. zum, äh, zum Siemens. Gibt den Siemens Merio auch? Also, wird es den auch geben? <laughs> Na, diese Fragen. Immer nicht, in die nicht so gierig. Gibt's. Also, natürlich, wir haben sowas immer auf dem Plan. Ja, und ähm, wir haben ja auch, da waren wir auf der e in Göppingen und äh, da haben wir auch ganz klar gesagt, ja, äh, dass wir sowas realisieren möchten und wollen. Ähm, und das ist auch weiterhin auf unserem Zettel, auf unserem Plan. Wir bringen dieses Jahr bringen wir die ersten Varianten von dem, äh, die HC. Es folgen die weiteren Varianten, ähm, ja, je nach Bestelleingang werden die ähm, Modelle dann realisiert für Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres oder im Laufe nächsten Jahres, je nach Variante. Und dann schauen wir weiter. Aber er ist auf Plan bei uns. Na, und solange kein anderer den will, machen wir den. <laughs> also wir haben auf dem Schirm. Sehr gut, dann ja. war es das erstmal und Entschuldigung an alle, wo ich die Frage vielleicht übersehen habe in der Hektik, aber es ist sehr viel los. Das seid ihr nicht verziehen, das kann ja <laughs> wohl nicht wahr sein. <laughs> so, zurück zu Maiko. Um mal bei den Containern noch zu bleiben, ähm, der, unsere Regie hat uns da auch was vorbereitet, dass wir die mal einmal einspielen, weil natürlich kriegt ihr nicht nur den Wagen, sondern ihr bekommt den Wagen samt Container. So, jetzt hoffe ich, dass ihr das erste Bild seht. Jawohl. Das müsste dann die g 5801 sein. LGS in Epoche 5 mit einem MOL-Container mit dem alten klassischen krokodil logo Immer mit äh, Wagen mit 40-Fuß-Container kostet immer 39,99. Wagen mit zwei 20 fuß container kostet 44,99. 44 spring, springen wir mal zu Bild Nummer 2. <laughs> das müsste jetzt äh, Mersk und Hamburg Süd sein. Jeweils ein 20-Fuß-Container. Dann haben wir Wagen Nummer 003 mit einem 40 Fuß Hanjin Container. Das ist dann die nächste Variante, leicht verändert. Was das, auf den Bildern ist das jetzt wahrscheinlich nicht so sichtbar. Guckt es euch im Webshop an. Wir verändern immer passend die Farbanordnung. Zum Beispiel sind seltsamerweise, keiner konnte mir erklären, woran es basiert, beim Ursprungswagen waren die Zapfen alle rot. Das Einzige, was dann gelb war, waren die Fazurösen. Beim nächsten Wagen oder bei den nächsten sind dann auf einmal die Eckzapfen. Gelb, die in der Mitte sind weiter rot. Es gab dann einen, der hatte alle Zapfen gelb. Ich habe keine Ahnung, <laughs> vielleicht ist das auch Werkstattabhängig. Auf jeden Fall reagieren wir drauf. Du hast dann auch diese, diese, diese Anbauteile sind dann teilweise gelb oder der Rangiergriff ist auf einmal gelb und so weiter und so fort. Kommen wir mal zur Nummer 004, das ist 2x20 äh, Fuß mit Evergreen und Harper Lloyd. Dann die der ultimative Farbflash 005. Roter Na, Wagen ja. mit pinkem One-Container. <laughs> Aber von anderen Herstellern gab es ja auch ähnliche schon. Das also wir, wir, wir haben One-Container hier rausgehauen wie frische ja. Bananen auf dem Markt. Also, also das ist, Farbkonzept Eso, kommt die, gut an. Uh, ja, Class 77 ist es, ja ich, in, der, in der One-Lackierung kommt immer tatsächlich schön. super an. Und der letzte im Bunde ist ein Hyundai und Safmarine Containerwagen mit zwei Stück dann natürlich die Nummer 006. Ja, ich finde, sehr gelungene Modellauswahl von dir. Hast du sehr gut gemacht. Vielen Kann ich jetzt schon so sagen. Und die Vorbestellzahlen spiegeln das auch schon wieder. Also auch da lieben Dank an euch für die ganzen Vorbestellungen, die zahlreichen. Ich hoffe, der Dennis hat die Produkte feierlich angeklickt, dass jeder sie so sehen kann, sodass ihr gerne natürlich noch mal ein bisschen was äh, vorbestellen könnt, dann können wir auch wissen, wo geht die Reise hin, weil wir passen das Ganze natürlich auch ein wenig zumindest der Vorbestellmenge ja. an, ähm, wollen nicht zu viel auf Lager haben, aber auch nicht zu wenig. Ne? Und dann ja, versuche ich, in Absprache mit ihm, die Menge festzulegen. Und wenn weg, dann weg. Wenn er also verschiedene Betriebsnummern wollt oder ja. eine besondere Kombination. Und das kommt natürlich. Ne? Also wir legen natürlich weiter auf, weiter auf. Aber, aber immer anders. Immer anders und niemals die gleiche Nummer. Genau. Ja. Und wir haben das ja bei unseren anderen Güterwagen entsprechend schon gesehen, da sind wir zum Teil schon bei der 6., 7., 8., 9. Nummer, aber wir legen halt nicht mehr die erste wieder auf, so sieht es aus. Genau. Solange keine Fragen sind, ich glaube, wir sind durch mit dem Containertragwagen. Ich habe mir keine... Notizen mehr gemacht, weil das Schönste hast du meiner Meinung nach gezeigt. Ja, das war also, für, finde ich, also. Achso, falls das jemand noch fragen möchte, weil es geht immer bei solchen Sachen um Gewicht. Die Platte ist aus Metall. Die Platte ist aus Metall, ja. ja. Der Wagen. Also, also, wir können auch einmal gerne ähm, andersrum zeigen. Da kann der Max vielleicht noch Ach mal so, kurz kommen. Ja, dann. Ähm, und wir zeigen einmal, wie es unten runter aussieht. Das will ja auch doch mal der ein oder andere wissen, ähm, weil das ja. Ja, ist halt kein einfacher Containertragwagen. Also meiner Meinung nach ist er, ist ein Preis mit Container. Ist finde ich schon sehr angebracht und ist günstig. Okay, ja. Na, also ich würde behaupten ähm, 39,99 für eine Formneuheit Containertragwagen mit Container ist sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch von anderen Herstellern den einen oder anderen, der ist noch etwas ähm, günstiger, aber der ist halt auch schon ein paar Jährchen alt. Ein paar Tage älter, ganz ja, und genau. Und die neuen, die sind immer so bei. Was aber auch noch okay ist, sind immer so bei um die ja, ich dachte, viel, ne? Ja, wir haben ja von den Kollegen von B-Models zum Beispiel tolle, diese Gelenkcontainerwagen. Ja, super Und, Wagen. Super Sache, Toll. ja. ja. Die, da gibt es auch schon einige. Ja. Passt dann super dazu. Ja. Oh, Dennis schreit. Ich gehe mal wieder zum Him, damit er ähm, <laughs> auch Gehör findet, ne? Ja, no. <laughs> ähm, Frage ist, gibt es den Wagen auch ohne Container einzeln zu kaufen? Später bestimmt, ja. Dann wird es auch mal eine gealterte... Ja, wenn man die Bilder, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sehen auf dem Computermonitor. Wir haben sowas ähnliches wie gealtert gemacht bei der Nummer 005 und 006. Die sind quasi mit Ausbesserungsflecken. Die Wagen sind ja eigentlich mal rot gewesen. Wir machen sie dann in einem Alt, also, naja, alten Rot, also als ob sie schon ausgeblichen, dreckig und so weiter werden mit Reparaturflecken. Da hat man also sowas ähnliches wie gealtert. Okay, dann ist dieser Wagen auch noch von EGP geplant. Mal gucken. Mal gucken. Das sagt der Heiko. <laughs> ja, das erstmal ja, wenn der Heiko sagt, mal gucken, dann kennt er den schon. Also von daher ähm, war es jetzt keine Überraschung für ihn. Für ich habe es jetzt noch nicht gehört. Also von meiner Seite aus danke. Ja. Für den Hinweis. Genau. <lacht> <lacht> Aber er hat es äh, schon am Schirm. Habe ich schon an seiner Antwort gemerkt. <laughs> ja? Also von daher, äh, du hast schon umgerüstet. ja? Ich habe ein bisschen umgebaut. Jawohl. Tiefladewagen sehe ich. SST22 Göln. Allah. Ja. Passend zum Rosenmond, da unser Kontrastprogramm hier <laughs> heute. Ja. ja. Also ich sehe, es ist ein Handmuster. Es ist ein sehr gelittenes Handmuster <laughs> inzwischen schon. Ein paar Rosen sind schon spielend. weg. Soll bitte keinen Aufschluss über die Qualität des fin äh, finalen Produkts geben. Ähm, ich, wie gesagt, ich gehe mir jetzt euch in Sachen etwas unpfleglich um, weil da wird alles getestet, gemacht und sie gehen durch ungefähr 100 Hände. Jeder darf mal gucken und äh, schauen, ob es was geworden ist oder nicht. Und dann passiert das halt. Und Aber trotz alledem äh, sieht man, was aus dem Modell werden soll, oder? Ja, definitiv. Also wir haben. Mal geguckt, was so geht. Ähm, Ergebnis sind dann halt diese Rungen, die jetzt beim Modell, was wir umsetzen, ist der Ring oben sogar noch offen. Dass das, also Ring ist offen. Dass das ein Ring ist. Ne? Hier oben mhm. am Ende ist immer so ein, so ein Ring in, dem, in der Runge. Hat welchen Hintergrund? Das ist zum Verzuren. Mhm. dass du einfach da, da reingehen kannst. Das, was da halt immer also was da genau. transportiert wird, dass das nochmal ähm, verzurrt ja. wird. Du hast dann mhm. diese Kette, die die Runge quasi sichert. Die haben wir einz einzeln angesetzt, jeweils als, als kleine Ketten. Du kannst die Rungen rausziehen und gegen eine, einen leeren Rungenhalter ersetzen. Das ist später bei vielen Wagen gewesen, dann haben die in der Mitte überhaupt keine Rungen mehr gehabt. Jede einzelne Runge kannst du auch nochmal abmontieren, Ganz genau. ähnlich wie bei unserem alten Rungenwagen. Und dann hast du diesen leeren Halter wieder, der, ja. der das quasi darstellt. Ähm Hatten die dann auch wieder das, was man da wieder reinstecken kann, ne? genau. dass es wieder zu genau. ist? Ne? Also, nicht einfach nur also die Originalrunge würdest du nach oben rausziehen, mhm. das ist im Modell natürlich... Ja, Wäre unheimlich schwierig ja. zu realisieren, also ziehst du das ganze Ding raus und steckst den anderen rein. Und das wieder ist, rein. liegt auch bei und natürlich das auch wieder bei. in einer in zusätzlichen Menge als nicht genau. also also passend abgezählt. Ja, ne? gibt auch noch ein paar. Thomas, schöne Grüße an Service. <lacht> <lacht> ist natürlich mit dabei. Ne? Ja, wir haben dann Versionen mit und ohne Bremserhaus. Das ohne Bremserhaus-Muster hat schon so viel gelitten, dass wir das hier gar nicht mehr zeigen können. Und ich drehe das jetzt mal rum, damit wir das nochmal sehen. Ähm, die ganze Bremsanlage, die der Wagen hat, wird dann dargestellt. Ja. Also für, zur Info kannst du noch mal ganz kurz sagen, die goldenen Teile auf dem Modell. Ja, das, ist, das zeigt im Prinzip die Metallteile. Das heißt, alles, was jetzt Gold ist, ist im Prinzip hinterher aus Metall. Die, Puff, die, die, mhm. die, Puff, die Pufferfedern dann auch. Ähm, insofern sieht das jetzt noch ein bisschen wüst aus, was die Farblackierung angeht. Äh, aber das wird natürlich dann alles angepasst. Auch dazu können wir uns mal die Varianten angucken. Ja, da haben wir ja mittlerweile auch Artworks fertig. Gemacht, ja, da kann man so. uns die Regime einblenden. Das geht, das geht los mit dem Auslieferungszustand. Das ist die Nummer äh, G, Jetzt muss ich mal überlegen. 22001. Das ist, wie er geliefert wurde. Das Besondere an dem, das kann man auf dem Artwork nicht sehen. Ich muss mir da noch mal was einfallen lassen. Der Wagen ist eigentlich meistens schwarz, von oben bis unten schwarz, mit außer dem Bremserhäuschen. Das ist dann ähm, ich kann mich braun. Rein an die Aussage erinnern, ja, dass das immer alles schwarz immer ist. Immer alles, alles schwarz einfach. ist, genau, alles ganz einfach. Und dann wurde es kompliziert, als wir rausgefunden haben. Es gab tatsächlich Fotos von dem Auslieferungswagen, und da wird dann die Ladefläche des Wagens äh, hat eine andere Farbe vom, vom Farbton her. Das berücksichtigen wir natürlich auch. Das ist dann tatsächlich auch der, wo drauf steht: äh, SST Köln, da wird mm. von der Nummer noch gar nicht geredet, Deutsche Reichsbahn. Wir quasi als erstes Modell aus, dem, also aus der Halle da quasi das älteste Modell. Dann das in der älteste Reihe ist Modell. Ist da sind wir in Epoche 2. Wir, ja. wir decken jetzt hier einen ziemlich breiten Raum ab. Epoche 2 geht es in dem Fall los. Haben wir bei uns im Sortiment eher selten so etwas Altes? Das glaube das erste Mal überhaupt, mhm. so selbst in Spuren, oder? So. Oder alles nee, das ist. würde alles nicht passen. Nee, ja. Du hast tatsächlich recht. Das erste Mal Epoche um 34, nee, um 34 war auch so. Ach, okay. Ja, so. gut, du hast recht. Ja. Dann geht's weiter mit Epoche 3. Das ist dann die Artikelnummer 004. Das ist dann schon dieses klassisch schwarze. Und weil man in Epoche 3 eine Menge Wagen braucht, gibt es die 005. Das ist noch eine DB-Variante. Ähm, das, das ist halt zweit, eigentlich nur die zweite Betriebsnummer quasi. Das ist dann das eine zweite Betriebsnummer. Die haben ein Tickchen Varianz in mh. den Anschriften, weil es da auch unterschiedliche Ansätze gab. Aber im Prinzip sind die beiden sich sehr ähnlich und können auch, auch toll als Paar fahren. Es geht weiter mit der Nummer 006. Da hast du dann einen DB Epoche 3 ohne Bremsehaus. Das ist irgendwann abmontiert worden von den Originalwagen, weil man das nicht mehr brauchte. Ähm, danach folgt dann noch die 007, das ist der modernste. Das ist dann ein Epoche 4-Wagen mit einer neuen Betriebsnummer. Jetzt muss ich mir überlegen: 750 heißt er dann als, als Wagennummer. Und zum guten Schluss haben wir noch was für die Freunde der Ost-DR. Das ist nämlich das Tolle an diesem Modell. Das ist tatsächlich auch bei der Deutschen Reichsbahn Ost gefahren nach 1950. Und da haben wir dann auch eine Version äh, Epoche 4 für DR Ost. Ja, das Ganze. Aktueller Preis oder aktueller Vorbestellpreis 59,99, wenn ich richtig liege. Genau. Sollte der Fall sein. Ähm, also auch da Vorbestellzahlen. Da, herzlichen Glückwunsch auch an dich und ich glaube, äh, lieber Stefan, schöne Grüße. Ja, genau. <laughs> das ist nicht ganz unschuldig. Ja. Tolle ja. Vorbildauswahl. Ähm es sollte ein Schwerlastwagen sein, ja. aber er sollte nicht so, so riesig sein. Ja, nicht so riesig. Ein ja. Schwerlastwagen. Da aber haben wir der wieder der dann hier, die ne? Probleme, Radius ja, ja, und Lok. Guck mal, funktioniert nicht. Ja. Das wollte ich mal einmal angeben nicht so ganz vorbildgetreu, aber und deswegen ist alles schon schief und krumm, <laughs> weil wir solche Sachen machen. <laughs> und er passt natürlich super in unser Sortiment, weil wir haben ja in H0 Berge von Ladegut, mm, ja. von Modellbahnen von von uns selber, Löwe, von Herpa, von, von sehr viel egal, mit uns zusammen. Ja, ja. ja da gibt es ja jede Menge. Und, äh, aber das ist ja jetzt nicht so passend. Ne? Nein, das wäre ja okay, in der Epoche 4, vielleicht haben sie es ja, sogar mal gemacht. Okay, aber ja. es geht natürlich stilvoller mit einer schicken Holzkiste oder einem Trecker oder, <laughs> oder irgendwelchen anderen Dingen. Achso, bevor einer fragt, äh, Radius 1 kann er tatsächlich durchfahren, obwohl mhm. er so groß ist und so lang ist und seine sechs Achsen hat. Kein Problem. Und wir haben natürlich, das haben wir gar nicht erwähnt beim Containerwagen, es gibt immer Wechselstromachsen. Ja stimmt. Das ist bei all unseren ähm, Güterwagen der Fall. Ja, also ja. wir haben immer Wechselstromachsen dabei. Da gibt es ein ganz tolles ähm, Feld beim Produkt selber oder im Warenkorb. Achsenwechsel auf Wechselstrom anklicken. Bei unseren Eigenprodukten ähm, sind sie auch kostenlos. Kostet nichts. Machen wir sehr gerne hier bei uns. Ähm, und nein, wir machen das nicht. Das will niemand. Also bei mir will das niemand, bei dir, ja, gut, bei dir auch nicht. So sehen die Modelle so <laughs> aus. Modelle so das aus. machen die Profis. Bei uns davon haben wir äh, ja, mindestens vier Stück. Ne? sind natürlich alle Profis, die bei uns sind, aber wir haben vier. Die Für den Bereich geht. haben wir vier Stück, haben genau. Vier Vollprofis, die sind anderen sind Profis, sind was anderes. Ja. Genau, ja. Also das äh, da immer gerne bestellen, anklicken, gar kein Problem machen, wir den Service machen wir natürlich auch für den einen oder anderen Hersteller auch, da wo äh, es für uns möglich ist, bei dem einen oder anderen Hersteller kostenlos, bei dem anderen, wo wir die Achsen kostenpflichtig kaufen müssen, beziehungsweise ihr auch kaufen müsstet, äh, ja, kostet es halt. Gut, das ist der Tiefladewagen, Schwerlastwagen. Ähm, den wir angekündigt haben, da auch gerne vorbestellen, damit wir wissen, welche Menge ist super gefragt. Manchmal, der Ost ist manchmal so ein Thema, da weiß man nicht, ja, möchte der Kunde es nur haben, dass er es sehen kann oder möchte es auch bestellen. Ähm, da immer gerne uns füttern mit Informationen in der Vorbestellung, damit wir wissen, da geht die Reise hin. Bei dem Modell, bei dem geht es äh, dorthin. Habt ihr noch Fragen, Dennis, bei, zu dem Modell? Da ist es... Äh, ich habe also eine Frage ja. rein, das war zum Thema Ladegut. Äh, die hattet ihr ja auch direkt gerade beantwortet. Ja. Ähm, ich habe die Frage aber auch nochmal aufgegriffen und ähm, habe es nochmal reingeschrieben, bei uns im Onlineshop zu finden von vielen anderen Herstellern, aber auch von uns Eigenprodukte, die als Ladegut verwendet werden können. Ähm, Frage war auch noch: Wann wurden die Bremshäuschen abgebaut? Beziehungsweise welcher Waggon passt für ca. 1961? Nicht, 1961? 61 kannst du tatsächlich Häuschen und Nicht-Häuschen nehmen. Da kannst du die Artikelnummern 004, 005 oder 006. Das war so eine Grauzone. Irgendwann 60er, Anfang 70er sind die Häuser verschwunden. Grauzone in Schwarz, ne? Äh, ja. ja. <lacht> <lacht> so, Also. Das war schon? Ja, das, Ach, da gab es nicht so viele Fragen zu und jetzt geht es Schlag, Schlag, Schlag auf Schlag weiter. Das nächste motorisierte Modell, hat der Heiko schon auf der Anlage stehen, wahrscheinlich wisst ihr, wovon ich spreche, ja, ist äh, ein Inselmodell. Gab es eigentlich nur auf der Insel? Also eigentlich ja, mhm. soweit ich weiß zumindest. Ähm, naja, mittlerweile ist er nicht mehr auf der Insel, das, das letzte überlebende Fahrzeug... Äh, ist jetzt bei der, Schande über meinen Haupt, jetzt habe ich vergessen, wie die Museumsbahn heißt, das wird uns jetzt gleich jemand im Chat sagen. Mit Sicherheit. <laughs> und die versuchen gerade, das Modell aufzuarbeiten und zu retten. Er ist in einem, naja, sehr bedauernswerten Zustand ja, gewesen, gelesen, als sie ja. ihn übernommen ich haben. Die noch eine Spendenaktion, habe ich gesehen. Genau. Da war die, die, bei der Spendenaktion war, wir müssen uns ungefähr gleich wissen, Dennis, du schreist gleich einfach in den Namen nochmal rein. Irgendeiner weiß es von euch mit Sicherheit. Da wurde der Spendenbetrag, glaube ich, erreicht, ne? aber die brauchen... Wahrscheinlich brauchen mehr. Zeit, genau, Zeit, brauchen noch ein bisschen Zeit. mehr Spende, ja. Das ja. ja. so heißt Danke. es ganz genau. Ja, gerne auch den Link, kann gerne einer von euch, äh, liebe Leute, den Link posten, ähm, weil wir unterstützen es ja gerne und ähm, stehen mit denen auch in Kontakt schon. Was ich bei dem Modell sagen kann, äh, ist ja, die Kamera ist glaube ich auf um Max gerichtet, denn man sieht ganz klar, es ist ein komplett blaues Modell und wir haben natürlich genau dieses Foto benutzt, um das Modell zu bewerben, weil unser, äh, unsere Produktion uns das Modell in Blau geliefert hat. Und du glaubst nicht, wie viele Leute das kommentiert haben oder ich Social-Media-Nachrichten bekommen haben, warum macht ihr denn so ein komisches, blaues Modell? Also ich habe nur die Nachrichten gesehen, die war ganz traurig, dass wir ihnen gesagt haben, es gibt es nie im Blau. <laughs> ja, ich glaube, die habe ich dir weitergeleitet. Alle anderen habe ich höchstpersönlich, glaube ich, mit aller Freude beantwortet. Oh. Ähm, ja, also es kommt... Nicht in Blau. Hast Nein, du jetzt es ja kommt schon nicht. vorweggenommen? Naja, es, ja. kommt, es kommt ein bisschen in Blau. Es ja. gibt ja gibt eine Variante mit Blau. Ja, was sehen wir hier vor uns? Also, Triebwagen Bock Wart, Sylter Inselbahn. Modell von Brekina. Ja, Altmodell. Altmodell, wie ihr ja wisst, haben wir die Modelle von Brekina dankenswerterweise übernehmen können. Formen. und Formen. Die Formen, genau, ja. Entschuldigung, nicht die ja, Modelle. Ja. Nicht dass das, was jemand was falsch versteht. Wir haben die Formen <laughs> übernommen. Genau. Ähm, und können daraus neue Modelle machen. Ja, wir gehen da ein bisschen hin und renovieren, was möglich ist mit der Form. Mhm. Was im Prinzip die Form wird nicht verändert. Das geht auch nicht. Die Formen sind teilweise schon ja, an, an die 20 Jahre alt, je aber nachdem top. welches Modell ist, aber in Top-Zustand. Also sind auch. Nur man kann halt Netz nicht mehr dran rumfummeln, nee, ne? um, um an der Form mit, mit dem Metall zu arbeiten. Deswegen nehmen wir die Form, wie sie ist. Die sind ja auch im Normalfall sehr gut. Und wir renovieren die Technik auf den aktuellen Stand der Technik. Die Technik auf den aktuellen ja, Stand so gut. der ist Technik. Ist so richtig. Oh, okay. ja, ja. Was bedeutet neue Digitalschnittstelle? In diesem Fall eine X18-Schnittstelle und vor allen Dingen einen neuen Sound, der extra für das Modell aufgenommen und gemacht wird. In diesem Fall von einem Original Bogwart motor Und wir renovieren die Lichteffekte, was in diesem Fall, wie ihr schon vom MAN und VT95 gesehen habt, dann auch wieder ja, das Ganze doch schon ein bisschen noch in seinem Eindruck beeinflusst. Wenn wir jetzt den Max nochmal nah ranholen, dann kann ich noch mal die zwei, drei Kleinigkeiten zeigen. Also, wir haben natürlich eine Frontbeleuchtung. Wir haben dann auch die Innenbeleuchtung. Wir haben eine Führerstandsbeleuchtung, die ist bei diesem Prototypen jetzt gerade nicht digital schaltbar. Das wird aber noch so sein. Und für die Analogbahner habt ihr auch Schalter drin, dass ihr das getrennt machen könnt. Und wenn der Max jetzt mal einmal hier rumgeht und ich den richtigen Knopf finde, dann haben wir auch noch ein rotes Rücklicht. Sieht im Original schöner aus als auf der Kamera, habe ich gerade bei Max äh, erspähen <laughs> können. Aber ich glaube, es kommt drüber an. Wenn das nächste ja. Muster da ist, nochmal ein Videofilm. Lautsprecher ist eingebaut, ähm, wenn ihr Sound nachrüsten wollt. Und wir, liefern das Ganze natürlich auch mit, wir bieten das Ganze natürlich auch mit Sound an. Ihr könnt genauso über den Güterwagen, könnt ihr den Haken drücken für Digitalisierung oder Digitalisierung mit Sound. Und ja. dann kommt der passende. Also Sound. Werkseitig ab 139.99 wird das Modell analog ausgeliefert. Dann gibt es den Klick-Button auf Digital oder Digitalumbau. Und dann, wenn ihr das angeklickt habt, dann könnt ihr auf Sound klicken, denn erst digital, dann Sound. Wir können auch mal da nochmal die Versionen zeigen, wenn ihr uns die Regime Bilder einblendet. Ja. Stark, ne? was wir vorbereitet haben heute. Ja, es aber das ist ja das, was jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das, was wir jetzt ja auch neu, äh, jetzt seit ein, zwei Wochen ungefähr haben, die sind die Artworks, die wir jetzt endgültig fertiggestellt haben von dem Sylter-Triebwagen. Äh, mhm. Ja, genau, und deswegen können wir die jetzt erst zeigen. Genau auf geht's. Wir waren, wir waren ziemlich schnell mit dem anderen Ankündigung. Ja. So, das Erste, was ihr da sehen müsstet, ist der LT1, der noch nicht als LT1 auf dem, ähm, auf dem Fahrzeug selber steht, sondern der, die hatten noch schöne Namen damals. Alte Liebe Sylt heißt die Version. Ich habe auch versucht darauf zu achten, dass wir immer Versionen machen, die Brekina noch nicht gemacht hat, sodass ihr natürlich die Sammlung passend ergänzen könnt. Ähm, Alte Liebe Sylt gab es noch nicht. Der letzte, der hieß, ja, kann jetzt mir irgendeiner wieder in den Chat reinschreiben, Hörnum hieß, der, der den Brekina gemacht hat. Gottes sagen, Hörnum auf Sylt. Das ist diese klassisch beige Variante in der Ursprungsversion. Danach sind die dann bei der Inselbahn losgegangen und haben in Farben gearbeitet. Jetzt seht ihr die erste Version mit Artikelnummer 11T11002. Der erste war T11001. Jetzt habt ihr die 002. Das ist eine Farbvariante in beige-rot. Und das Interessante ist, dass bei den Originalen auch die Fahrerkabine vorne in den Farben gewechselt hat. Und das müsste jetzt die Variante mit dem komplett roten. Pfarrerhaus sein und ohne Nein, dann ist es die mit dem beige roten Alles klar, dann kommt die mit dem komplett roten gleich. Okay. Und das sind auch als Ausführungen, die Brekina noch nicht realisiert hat. Also diese Version hat Brekina, das ist die beliebteste Version, mhm. das die hat Brekina schon gemacht, aber auch viel mit Werbeaufdrucken. Hier haben wir sie jetzt mal mit der Nummer LT2, die dann auch aufgedruckt ist und in neutral. sodass ja. so dass, dass da nicht so wirklich viel Schnittmenge ist. Jetzt müsste es dann weitergehen mit der 003. Das ist die Variante mit Grün und Beige. Keiner schimpft mit mir. Moment. Die nicken da alle da hinten. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Schütteln das Köpfchen. Die schütteln das Köpfchen. Warte mal, jetzt muss ich erst mal überlegen. Regie, welche? Blau. Blau ist das. Doch was Blaues, ja. Das ist wieder rot. Rote Fahrerhaus. Dann ist Rote das jetzt Fahrerhaus. mit dem roten Fahrerhaus. Guck mal, oh, okay. sind die beiden roten hintereinander. Ich bin hier ja. komplett durcheinander aber für diejenigen die es, die es also eigentlich für alle die es natürlich interessiert seid ihr alle unter MU exklusiv ist eine eigene Kategorie dann H0 und dann ist der Sylter Insel äh, Sylt heißt der ein ja, Sylt, Sylt oder Schienenbus der Schienenbus schon Sylt die erste Sylt. genau Schienenbus das ist mir gerade irgendwie Sylt. nicht eingefallen Sylter Schienenbus ist die erste Kategorie glaube ich zweites dann äh, der Desiro aber der Sylter Schienenbus ist die erste Kategorie links oben oder mit dem Handy halt oben von daher könnt ihr da auch noch mal ganz in Ruhe alles richtig anklicken, beziehungsweise euch genauer anschauen. Da sind alle Artworks auch hinterlegt, logischerweise. Also nicht hier nur in dem Live-Shop. Genau, springen wir noch einen weiter. Da müssen wir jetzt bei ersten drei haben, wir, dann sind wir jetzt bei LT4. Die haben auch alle eine andere Nummer. Und das Schöne ist, dass die alle auch mal abgesehen von dem Beige, der war der erste natürlich, und danach mhm. sind die alle farbig geworden. Aber soweit ich das verstanden habe, kannst du die farbigen alle mehr oder weniger zusammenfahren lassen, weil das kein einheitliches. Design mehr war, sondern ja, bunte zusammengefahren sind. Zusammenfahren? Also heißt? nicht zusammen, also auf der gleichen Strecke der gefahren sind. Ne? Ne? Nicht zusammengefahren, ja. die konnten keine Doppeltraktion mhm. machen, die konnten im Original, da gab es ein paar Anhänger, ähm, die es dafür gab, ähm, aber die sind nicht in Doppeltraktion mhm. gefahren. Interessant ist übrigens auch, die sind auch nie rückwärts gefahren, deswegen haben die hinten keine Scheinwerfer, die wurden am Ende der Strecke jeweils umgedreht. Wie wurden die umgedreht? Auf einer Handdrehscheibe. Da ist tatsächlich einer ausgestiegen und, und hat. Gib ihm. Mit Schmack ist geschoben. <lacht> <lacht> so, haben wir noch zwei. Die Nummer 11005, die jetzt hoffentlich bei euch da im Bild ist. Ich glaube, das ist meine Lieblingsnummer. <laughs> Magst du gar kein Bier? <lacht> <lacht> Nein. Alles gut. Darf, darf man den Spruch, der da steht, eigentlich heute noch so sagen? Oder müssen wir noch eine andere Version bauen? Das ist, ja, bilden die Vergangenheit. Ist ja, ja. historisch, ne? Genau. Historisch. So war das damals. Da müssen wir jetzt leider durch. Also in Deutschland darf du ja vieles nachbilden. Und ne? manches halt nicht, aber das darfst du noch machen. Dann werden wir die bösen Sprüche jetzt kriegen. Ja, ich weiß. Nicht. So, dann haben wir noch einen. Ich habe jetzt einfach nur an das Bier gedacht, nicht an den Spruch, so. muss ich gestehen. So, einen haben wir noch. Und für den kriegen wir richtig Mecker. Weil das ist dann so ein bisschen die Version... Ja, was wäre denn passiert, wenn es das Ganze weitergegeben hätte und die Deutsche Bundesbahn hätte irgendwann ihre Finger an die ganze Sache angelegt? Da gibt es schon den einen oder anderen Herstellern, der diese, die, uh, diese WWW-Auflagen macht. Ja, also da haben wir, ja, setzen also wir uns einfach dran. Also, ja. das ist tatsächlich klassisch, was wäre denn gewesen, wenn die Deutsche Bundesbahn einen Triebwagen, Schienenbus <laughs> gehabt hätte. Und da haben wir ja. uns das Design vom uh, Schienenstraßenbus, den wir ja haben, mhm. als leichtes Vorbild genommen. Im schicken Rot mit ja. Deutsche Bundesbahn drauf. Finde ich aber toll. Sieht gut aus. Und er sieht tatsächlich gut aus in der Lackierung. Ja. ja. Fast so gut wie der blaue. <laughs> Wenn die Nachfrage nach dem blauen hoch bleibt, dann überlegen wir <laughs> uns das nochmal. Ja, ich, ich, ich wage es zu bezweifeln. Also die Nachfrage, warum wir den blauen machen, ist <laughs> bedeutend höher. Ja. ja, es gibt alles in Gleichstrom und in Wechselstrom und in vorbildgerecht H0M, weil das Ganze im Original eine Schmalspur war. H0M auch, genau, genau 12 ja. mm. Es gibt auch, gab auch die schon die Wechselstromvariante direkt mit Decoder. Ne? Wechselstrom die Wechselstromvariante kommt direkt digital, kann man damit Sound upgraden, wenn man möchte. Und die anderen Varianten gibt es analog, digital und digital mit Sound. Ja. Wir hatten schon ein paar Mal die Frage nach einer Variante für 9 mm Spur, also H0E. Hm. Das geht leider nicht. Ähm, das Problem ist, dass wir das nicht in das Drehgestell einbauen könnten. Und da die Teile ändern, wäre leider sehr, sehr kostenintensiv. Deswegen ist eine H0E-Variante nicht möglich. Hm. Ja, tut uns leid, aber äh, da ist die Realisierung, würde das Budget für dieses Modell auf ja. jeden Fall sprengen. Ne? Denn die Form ist vorhanden, da ist nichts mehr dran zu rütteln und zu schütteln. Ja. Ja. Also ich würde sagen, das waren jetzt unsere Neuheiten Teil 1. Ja. Teil 2 folgt, aber nicht jetzt. hast <laughs> <laughs> du mich gerade unter Druck? <laughs> Nein, also wir sind ja <laughs> genug unter Druck äh, mit dem. Äh, die Zero HC, ja, aber da ist der Druck recht entspannt, muss ich ja gestehen. Also ähm, dank der einen oder anderen Werbung äh, für das Modell von anderen haben wir ja doch in dem, äh, wann war das, ich glaube im Oktober oder ähnlich einen sehr krassen Anstieg der Vorbestellzahlen. Ähm, ja, ich sage erfreulicherweise, du musst es erleiden sagen, denn du hast gesagt, wir bleiben bei der Stückzahl, wir kämpfen <laughs> gerade noch ein wenig, denn äh, die Rx-Variante ist in der Tat ähm, ja, sehr, sehr beliebt. Gut gebucht, ja. ja sehr gut gebucht und ähm, ich kämpfe gerade noch um ein paar Mengen für euch. Von daher bitte vorbestellen, damit ich mehr Macht ausspielen kann gegenüber <laughs> dem äh, Produktionsmanager. Dennis, du stehst auch. Hast du eine Frage noch zufällig? Ja, guck mal. Ich komme zu dir. Ja. Das kriege ich hin. Max hat mal die Regie gezeigt. Habe gar nicht gewunken oder hier lau gesagt. Also eine Frage war, in welchem Radius fährt der? Also mindestens R 1 kann er. Er kann meinem Gefühl nach, kann er auch noch kleiner als das. Also kein Problem. Dann kam die Frage natürlich auch nach dem Esslinger. Ja, lasst uns ein bisschen Zeit, eins nach dem anderen. Also ich glaube, wir können ruhig gewissens sagen, dieses Jahr nicht mehr. Ja, das also ist wir für... setzen alles um, sobald wir Kapazitäten dafür ja. haben. Wir sind äh, ja, wir sind ein erfreulich gut wachsender Modelleisenbahnhändler-Hersteller und ähm, wir setzen Step by Step alles um, was wir an Formen haben und was ihr an Wünsche habt. Somit ist die Frage nach dem NE81 auch erledigt. Auch erledigt, jawohl. Aber das werden wir immer wieder gerne gefragt, auch weiter. Ihr könnt uns immer wieder gerne Fragen Updates ähm, bekommen. Also, dieses Jahr definitiv schaffen wir das nicht zeitlich, ähm, das Modell in einer ordentlichen ähm, Qualität umzusetzen, weil es halt immer unser Anspruch ist. Ja, wir wollen ja nicht einfach nur die Form nehmen, produzieren und auf geht's, sondern wir wollen das Ganze auch noch optimieren und da fehlt uns aktuell einfach. Die Zeit schlichtweg. Ähm, also von daher. Aber nächstes Jahr wird auf jeden Fall einer der beiden hundertprozentig kommen. Wir wissen noch nicht, welcher, welchen wir umsetzen können, aber einer der beiden wird kommen. Genau, dann war noch eine Frage, ob die Lackierung in beiden Spurweiten kommen. Ich denke. Alles kommt in allen Spuren. Spur. Ja, ist auch alles angekündigt. Unter H0 Schienenbus Süd. Genau. genau. Super. Und sonst habt ihr eigentlich alle Fragen gerade schon. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. <laughs> gesehen hättet. Ja, das wäre schön, wenn wir das noch... Es wäre schön, wenn wir es vorher sehen würden, bevor die Fragen kommen. Ja, ja super. Ne, das haben, ist also fertig. Ja, unsere Neuheiten sind fertig. Eure Fragen sind fertig. Unsere Live-Show ist fertig. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, das war's für heute. Ich... Ähm, Weise euch noch gerne auf unsere nächste Live-Shopping-Sendung hin. Die folgt ähm, in zwei Wochen. Wir werden diesen Tonus zwei Wochen nicht immer einhalten. Wir werden auch nicht jede Show ähm, langwierig ankündigen. Manchmal sagen wir auch einfach: Komm, wir haben Bock auf Live, machen wir. Ähm, wir versuchen aber so einen gewissen Rhythmus drin zu haben. Deswegen werden wir wieder in zwei Wochen. Ich gucke mal kurz rein. 26.02. ist es logischerweise an einem Montag wieder 19 Uhr. Das werden dann unsere, in anführungsstrichen, größeren Sendungen werden. 19 Uhr hat sich so bei uns dann eingespielt, weil das für euch auch wohl die beste Zeit wohl gewesen ist. 18 Uhr ein Stündchen zu früh, da kommt man gerade erst nach Hause. 19 Uhr passt, ähm, aber ihr könnt das natürlich auch jederzeit von beinahe überall mittlerweile äh, nachschauen im Replay oder in der Wiederholung. Am liebsten bei uns im Webshop, damit ihr auch die ganzen Kommentare ähm, sehen könnt, aber auch bei YouTube, äh, Modellbahn Union, bei Facebook mit Sicherheit auch, da ist es aber dann ein bisschen schwerer zu finden, aber ihr könnt es auf jeden Fall jederzeit auch nachschauen, wenn ihr mal ein Live-Event verpasst. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Der liebe Job zeigt in zwei Wochen die Lärmschutzwände, baut die dann auch mal auf, zeigt die noch mal ein bisschen. Die liebe Lena hat die ähm, nämlich ganz aufwendig in H0 ähm, äh, wunderschön auf ein Diorama umgesetzt. Und wir zeigen auch auf jeden Fall unsere neuen innovativen tollen selbstklebenden Graffitis, die wir realisiert haben. Hast du noch mal ein Schnäppchen? Ein Schnäppchen. Ich wollte mich drum rumdrücken drücken ein wenig, aber du bringst mich da wieder auf eine Idee. Ähm, und ich, ja, ich habe was. Und zwar, lieber Max, da hole ich mir mein Mobile mal eben schnell. Ich habe das versteckt, ich habe Versteckchen in der Ecke gelegt. Ein Schnäppchen. Jede Sendung ein Schnäppchen, ne? Ich wollte mich vor, vor drücken, aber der Heiko wollte es nicht. Er will mich nicht. Ich ohne dachte eigentlich in zwei Wochen, lassen. aber wenn du das heute schon hast. Ja, ein Schnäppchen <laughs> habe ich für euch, beziehungsweise gleich mehrere. Man sieht hier, äh, da bin ich beim Visio drin. Ich gehe auf unsere Schnäppchenkategorie. Da bin ich jetzt schon drauf, ist hier oben die drei Punkte, einfach hier unten die Angebote. Ich lasse es nochmal laden. So, da kommt der Schimpfst. Da war auch ein Posten bei Tricks gekauft. Jetzt gerade habe ich, glaube ich, nur noch zwei Stück da. Ähm, da kommen noch mal mehrere. Und da sieht man, ihr habt tau groß modelle bestellt. Und zwar jede Menge. Den CityJet von Jägerndorfer 42% Rabatt. Den Nitrat 39% Rabatt. Den Airport Train Cataurus 32% Rabatt und noch den WLC in der kleinen Menge mit 36% Rabatt. Die Modelle sind alle in Wechselstrom analog. Bedeutet, ihr könnt euch die Modelle entweder analog bei uns kaufen und auch äh, dann zu Hause einfach einen Decoder einsetzen oder ihr macht es euch ganz einfach und bucht. Hier das Modell gleich digitalisiert. Oder wer Bock hat, auch mit Sound, ist aber jedem se selbst überlassen. Und nicht vergessen, wenn ihr im Warenkorb seid, ich habe das Ding jetzt natürlich mit, ich bin faul und lasse den lieben Guido das machen, äh, digital bestellt. Und nicht vergessen, bei 199,99, ja, da habt ihr bei unseren tollen Gratisartikeln jede Menge Auswahlmöglichkeit. Na, das sind die günstigen hier die Knickkesselwagen. Da werden wir auch mal wieder gefragt nach den tollen Achsen, Papiercontainer als Lasercut-Modell, Grasfaser von De Agostini. Da haben wir jede Menge auf Lager. Da haben wir mal einen Riesenposten gekauft und geben das jetzt mit dazu. Schotterhilfe und ein paar 3D-Druckmodelle. Kommen mal, hier haben wir Live-Shop Lokomotive. Das gibt es ja wohl nicht, ne? Jetzt geht's los hier. Und noch äh, ein paar Elektronikbauteile. Die Lockkarte, das ist eigentlich so immer das, was so sehr, sehr gerne genommen wird. Passt natürlich jetzt auch ganz gut dann. Äh, 3D-Druck unbemalt. Haben wir ein paar zur Auswahl. Und ihr merkt, ab 120 Euro. Ihr seid also immer noch in dem Bereich, dass ihr euch davon einen Bonusartikel aussuchen könnt. Wir haben für H0 und TT eine sehr, sehr gute Auswahl. Lokliege würde passen, nehmt euch einfach noch einen Flyer mit dazu, dann seid ihr bei 200 Euro, dann könnt ihr euch die Lok ähm, einfach mal auch bequem hinlegen. Ne? Yep. Und da sind wir bei ab 220 Euro, da nehmt ihr einfach noch irgendwas mit dazu. Aber es geht natürlich hier weiter runter, jede Melga. Bonusartikel. <laughs> ihr habt auf jeden Fall eine große Auswahl. Hier sind unsere Eigenprodukte. Ne? Ab 700 Euro könnt ihr euch noch ähm, einen Knickkesselwagen mit dazu holen, wenn ihr mal einen Großeinkauf machen möchtet. Und weil auch immer wieder mal was Größeres passiert, haben wir den Schienenstraßmus natürlich auch mit dabei. Nehmt euch einfach was mit dazu. Ja, ich nehme jetzt einfach mal, damit es schnell geht, das Uhrentürmchen mit dazu. Geht zurück in den Warenkorb und man sieht das Uhrentürmchen für 0 Euro. Ich habe jetzt hier die, unsere eigene Live-Setting mit dabei. Geht zur Kasse und führt den ganzen Kauf dann durch. Und der Artikel bleibt dann bei 199,99 Euro stehen. Der Dennis winkt mit den Ärmchen. Ich bin da. Ich habe leider den Simon vergessen. Nicht ja, schlimm, lieber ich Simon. Noch mal wissen, ja. wie die Mittelwagen vom RX gekoppelt werden. Was die Mittelwagen zeigen, vom oder? RX. Das können wir jetzt hier, glaube ich, Kannst du das zeigen? <laughs> nicht so wirklich zeigen, weil die Technik noch nicht eingebaut ist. Aber stellt euch bitte einfach vor, dass hier eine Pinleiste ist. Und dann steckt man halt die Wagen zusammen. Wir legen eine also mit einer stromführenden Kupplung. Ne? Genau, mit einer stromführenden Kupplung. Das heißt, man, hat, man macht auch genau die richtige Reihenfolge sofort. Das wird dann durch die, durch die Kupplung jeweils vorgegeben, weil du einmal zapfen und einmal die Aufnahme hast. Und das hält dann bombenfest. Und wir legen eine kleine Hilfe natürlich dabei, dass man das gerade zusammenschieben kann. Die Frage beantwortet lieber Simon. Daumen hoch, Daumen runter. Noch sind wir live. Noch sind wir da. Ist der Max wir geschaltet noch? Das ist ja eine Frage rein. Ähm, Wird es den Go Ahead Bayern De Zero auch unter alten Namen geben oder wird es der noch zu bekannt zugebenden neuen Namen? Nein, auch unter dem alten Namen? Namen. Also, wir machen den alten Namen, der ist angekündigt. Der, Al der alte Name ja. ist angekündigt und was dann später passiert. Da warten wir jetzt nochmal ab. Weil das ist genau. ja noch offen, sage ich jetzt mal. Also, wir machen den alten dann ja. wie gesagt alle Fragen noch weiter können auf allen Social Media Kanälen angesprochen werden ob es auf Instagram ist Facebook etc ja. ich habe schon gesehen so viele Herzchen ja sehr schön ja <laughs> das war eine schöne Sendung nach langer Zeit ja. viele hatten sehen so wir sind zurück so auf die nächste Sendung. <laughs> Ja, dann lieben Dank für alle Zuschauer. Ich hoffe, jetzt zum Abschluss mit dem Schnäppchen, was der Heiko noch äh, unbedingt äh, rausholen wollte. Lauf ein Schnäppchen? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe den Schimpf, habe ich jetzt äh, schon angekündigt, als Tricks-Schnäppchen davon kriegen, weil ich hoffe, diese Woche liefert uns Märklin da die Menge aus, dass das das zweite Schnäppchen wird. Ne, das hat die jetzt schon mit drinnen. Ähm, aber das war jetzt eigentlich. Also, in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Da zeigen wir unsere Neuheiten im Lasercut-Bereich. Heißt aber nicht Neuheiten Teil 2, denn. Ähm, da warten wir noch auf die nächsten Neuheiten, mit er ein bisschen was zu tun hat. Ich freue mich, in zwei Wochen mache ich das Ganze, glaube ich, wieder mit dem Job, außer ähm, es kommt irgendwas dazwischen. Freue mich auf euch. Lieben Dank für die ganzen zahlreichen Kommentare vorab beim, über Social Media, während der Live-Sendung und mit Sicherheit auch noch danach. Lieben Dank auch fürs Teilen, wenn ihr das gerne möchtet. Ähm, Erzählt es gerne weiter. Das ist ein ganz tolles Unternehmen und freuen uns <laughs> auf in zwei Wochen. Dann schönen Abend, schönen Feierabend an alle. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Auf Tschüss.